In den 1930er Jahren wäre es gesellschaftlich inakzeptabel gewesen, im Kino zu zeigen, wie schwarze Menschen gelyncht werden. Es werden jedoch bestimmte Aspekte von Schwarzsein aufgerufen, auch wenn keine schwarzen Personen auftauchen. Im Kino ist man nicht an die Realität gebunden. Man kann den Bösen so riesig, schwarz und furchterregend machen, wie man will. Shut up, you freak! Dass das funktioniert und von uns als Publikum entsprechend gelesen wird, liegt daran, dass wir diese Stereotype von Schwarzsein bereits gewohnt sind. Vielleicht merken wir noch nicht einmal, dass sie Teil unserer Sehgewohnheiten sind.